Hallo und schön, dass ihr wieder hier seid. Meine Leute, EMC-Kraft ist angesagt. Jetzt gucken wir mal wieder weiter, was wir hier noch so haben am Laufen tun. Gut, hier läuft alles soweit. Ich habe gestern noch ein bisschen die Query laufen lassen, deswegen gucke ich hier mal, ob alles passt. Die Drum, wie voll ist die? Okay, 41. Okay. Wundert mich jetzt gerade, weil die Kiste war eigentlich voll unten. Wie schaut es denn eigentlich zum Beispiel eisenmäßig aus? 16.000. Bisschen was, ne? Wir sind ja letztens mal stehen geblieben bei den Serverless Server Ballist-Generatoren. Da habe ich jetzt insgesamt 4 Stück. So, davon haben wir 3, die brauchen wir nicht. Die 4 müssen wir jetzt mal hinbauen. Jetzt wollen wir dann auch noch gucken, wo wir die am besten unterbringen. Die werden wir hier in die Ecke stellen am besten. Na gucken, hier 1, 2, 3, 4. Genau. Da sind dann, warte, ich glaube 300 EU bringt einer, 3 mal 4 ist 1200, nicht EU, RF, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, braucht mich nicht alle verurteilen hier, wenn ich mich mal verrede hier. So. Jetzt möchte ich hier mal gucken. Wir müssen ja sowieso alle hier zu denen zwei hier. Beziehungsweise doch, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ist das jetzt Input oder Output? Was ist das jetzt? Output, okay. Doch blöd. Dann falsch gedacht. Das heißt, Input muss ich erst machen. Dann machen wir hier oben Input, oder? Wäre eine Möglichkeit, ja. Also hier oben Input hinsetzen. Und dann gucken, dass wir hier irgendwie den ganzen da ordentlich machen. So. Machen wir den anderen hier, ja. So, den da. Dann geht's schneller. Ratzfatz. So, hier rüber gebuddelt. So. Genau. Dann machen wir hier den Input. Da habe ich das ein bisschen falsch. Wenn ich hier hochpull, wo komme ich denn da raus? Komme ich da überhaupt in unser Gebäude raus? Ja, okay. Das heißt, wir würden im Gebäude rauskommen. Aber ich glaube, so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen im schlimmsten Fall ja 2, oder? Nee. Eigentlich genügt ja ein Input für alles zusammen. Können ja alles auf einen schalten. Das heißt, wenn wir hier in der Mitte hochbuddeln, eigentlich wäre das genau ideal. Wenn hier unser Input wäre. So, hier ist der Input und da drüben sind die Output. Dann lassen wir das so. Ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, dass ich etwas weiter schon bin, ich habe ja einen Livestream gemacht. Und da hat sich wieder einiges getan. Den habe ich gestern gemacht. Und der 100 Video Livestream, der findet am 1.8. statt ab 18 Uhr auf Twitch. Dazu einfach mal auf Twitch oder Facebook oder sonst wo vorbeigucken, ein Follower da lassen und am besten mal gucken, was ich so mache auf Facebook und so, damit ihr da auch mal ein bisschen was habt. Und wir brauchen diese komischen Dinger da. 30 Stück kriegen wir die zusammen. Es fehlt Salpeter. Haben wir das? Salpeter haben wir nicht. Haben wir hier Salpeter? Ja, aber nicht mehr viel. Wie kriegen wir Salpeter? Gunpowder in Crusher. Okay. Gunpowder. Crusher habe ich hier gebaut irgendwo, oder? Crusher hier. Dann geht sich das hier aus. Wie gesagt, 1.8. Stichtag.
Da ist Pflicht auf Twitch gucken und Livestream schauen. Ist einfach so ein Pflichttermin, den müsst ihr einfach machen. Ihr wollt oder nicht. Ich sag's euch, ihr müsst es einfach. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier brauchen werde. Lassen wir mal so gut sein, vielleicht genügt das schon. Ich bezweifle es ja, aber der gute Wille, ihr wisst ja. So. Dann müssen wir hier 1, 2. Ist die Frage, legen wir die einfach oben drüber oder in der 1 nach oben und dann hier. So. Hier entlang. Hier entlang. Gut. Dann legen wir den einfach hier oben entlang. Dann ist er ein bisschen versteckt und nur die einzelnen Dings sind nach unten gerichtet. Jetzt müssen wir natürlich dann auch wieder aufpassen, dass wir hier überall Inputs haben. Input blau. Und hier natürlich auch. Input blau. Gut, dann haben wir mal die so. Die 9 behalte ich jetzt mal, dass wir nach oben kommen. So. Wäre hier die Länge, das schaffen wir eh nicht, glaube ich, oder? Dann müsste sich vielleicht sogar ausgehen. Nein, geht sie nicht aus. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Kryo-Dingsbums-Leutchen. Dann sollte der auch mal fertig sein hier. Dann machen wir nochmal 20. Wenn wir es zusammen bekommen, ja locker. Aha, wieder ein Soundbug. Er macht hier weiter, obwohl er nichts zu tun hat. Kommt mir bekannt vor. So, jetzt kommen sie nach der Reihe. Einen haben wir schon. Die sind ja nicht billig, ne? Das kann man ja auch sagen. Billig ist was anderes, aber okay. Wir brauchen sie auf alle Fälle, das ist das Wichtigste. Dann, hier hin. Nein, nicht runter. Sind wir ja hier oben schon. So, dann sind wir hier. Dann müssen wir die eben noch mit denen verbinden irgendwie. Best natürlich, wenn wir hier mal eine Leitung hinlegen. So, hier unten hin. Dann das Ganze natürlich noch tiefer. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Leitungen wir hier legen. Hier brauchen wir im Normalfall keine starken Leitungen, da genügen ja die 8000er vollkommen aus. Verbinden sie normal auch, ja. Wird halt nur 8000 leiten, aber das reicht ja für unser Vorhaben hier vollkommen. Wir produzieren ja hier nicht so viel. So. Und dann hier oben eine Reihe gelegt, bis wir hier unten sind. So. Perfekt. Und dann kann der eigentlich... Irgendeiner war ja hier voll, der... Könnte eigentlich dann seine Energie abgeben, macht aber nicht. Warum nicht? Weil die wahrscheinlich nicht genutzt wird, weil die hier die Solarzellen ja genug haben. Das wird sein. Okay, ist ja egal. So, dann tun wir hier mal das hier. Da geht eine Stunde. Mal 3 rein, da auch 3, dann hier 3 und hier 3, damit die mal intern ihren Buffer auffüllen. 6 Millionen RF ist gar nicht mal so wenig, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie viel der produziert. 46 Millionen anscheinend. Ja, soll er mal machen. Ist doch nicht meine Sache. Mach mal hin. Gut, dann legen wir uns mal schlafen. Komm. Das heißt, die erste Versorgungsstelle hier ist aufgebaut. Die wird natürlich dann noch ein bisschen erweitert. Und dann natürlich noch automatisch mit Kohle befüllt und so weiter.
wie sie es halt gehört. So, der Salat, dann kommt man ja dann weg. Das möchte ich ja auch. Die entfernen. Jetzt mal gucken. Ich würde dann mit Kohle. Das heißt, ich brauche hier noch eine Kohlelieferung hin. Das heißt, ich brauche Charcoal. Haben wir hier nicht viel. Dann brauche ich eine Ender Chest. Da haben wir zwei Stück. Den ergeben Farben, und zwar geben wir den, weiß ich nicht, grau. So. Einfach mal so und so. So und so. Also grau, 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 grau. Cool. Das sind die miteinander verbunden. Dann haben die zwei einen Zweck zu erfüllen. Und zwar welchen Zweck? Die kommen dann hier hin. Zack. Dann ziehen wir hier raus und die Kohle wird dann automatisch in den Survival-Generatoren geliefert. Wo bekommen wir die Kohle her? Natürlich von unserer Farm. So. Und zwar haben wir ja hier unsere Deep Storage Unit und die muss ich jetzt irgendwie da anbinden. Am besten. Nur wie? Das ist die nächste Frage. Davor und dann rausziehen ist halt auch doof. Auf der Rückseite rausziehen wird auch nicht gehen, oder? Naja, Rückseite würde gehen, das heißt, wir könnten hier mal so machen. 1, 2, 3 brauchen wir hier und dann habe ich keine Servos, was ja auch egal ist. Da haben wir ja hier Servo. Ja, und dann brauche ich einen Filter. Da wäre mir gut, wenn ich ein ja, ist egal, passt schon. Ich glaube, das geht so. So, den Servo sagen wir einfach nächst first, ignoriere alles, ja. Ist mir doch egal. Blacklist und gib Gummi. Und den hier. Na, jetzt wird das nicht gehen mit dem Filter. Wird ja wahrscheinlich schon voll gefüllt, oder? Ja. Meine Idee war, den Filter zu nutzen. Um, ich weiß nicht, ob das geht, deswegen zu sagen, dass in der Kiste immer nur ein Stack drin ist. So war mein Plan mal. Und das wollte ich testen, ob das geht. Im Normalfall müsste es ja mit dem Filter gehen. Dass man sagen kann, wie viel soll in den Inventar sein. Das habe ich auch erst seit kurzem mal rausgefunden, dass es ja eigentlich mit den guten Filtern geht. Dass man da eine Anzahl sagen könnte. So, eins zum Beispiel, weil ich hier eins habe. Und da kann man darauf switchen und ich hätte gern, dass da immer in unserem Fall 64 drin sind. So. Das soll wieder alles ignorieren. Im Einstack drin passt. So wollte ich das haben. Und so habe ich es jetzt auch. Den kann ich drüber tun, dann kann ich die Kiste trotzdem aufmachen. Den da runter passt. Und oben gehört der hin. So. Schaut natürlich nicht so schön aus. Ah, wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann verändert sich hier links unten extrem. Naja, okay. Ich brauche noch ein Servo. Mehr brauche ich eh nicht. Den Rest habe ich ja. Dann gehen wir wieder zurück zu unseren hier. Nein, da brauchen wir ja oben. Müssen wir dann auch die Wadded Pipes. Hier. Und da sagen wir ganz einfach Servo. Und da sagen wir nicht den nächsten zuerst, sondern er soll Round Robin benutzen. Und überall erstmal 20 Stück. Das heißt, erst der, dann der, dann der, dann der. Und dann fängt er wieder beim ersten an. So.
Meine Frage ist nur jetzt gerade, wohin das schickt. Achso, in den letzten Jahren. Der verbraucht jetzt natürlich da relativ viel, ne? Wenn wir den ganzen Mist hier rausnehmen. So. Was ist das? Da kommt natürlich dann auch noch Plan B später. Da haben wir auch noch was geplant. Wir haben ja das Problem, was ist, wenn uns die Kohle ausgeht? Da muss ja das natürlich weiterlaufen hier. Kann ich ja nicht einfach sagen, scheiß drauf, haben wir keine Kohle mehr, egal. Das geht natürlich nicht. Da muss immer Nachschub da sein. Da müssen wir dann gucken, dass wir immer dann Kohle herstellen. So, eigentlich kann man hier wieder dicht machen, weil die Schoße läuft ja. Ich könnte eigentlich die Kiste nach hinten frachten. Dann sieht man das nicht so. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, passt. Dann den raus hier. So, du hier rein. Die Pipe. Das war eigentlich von Anfang an mein Plan, die nach hinten verachten. Aber ich habe echt keinen Plan, warum ich das wieder umgetan habe. So, komm her. Dann hier maximal 5 Stück. Round Robin, alles ignorieren und Attacke. Damit er auch mit dem Befüll nachkommt, schön. So, die sind halb voll und der füllt sich schon langsam. Das passt, das gefällt mir. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Ich werde noch ein bisschen schauen, vielleicht mache ich noch ein paar Generatoren hier hin. Und werden wir mal für Plan B was überlegen. Und nicht vergessen, 1.8. Livestream. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.